Pakete geschnürt für die psychosoziale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Man kann es als zusätzliches Rettungsnetz auch bezeichnen für die Kinder und Jugendlichen in dieser Stadt, die von der Pandemie massiv betroffen sind und die uns als Stadtregierung auch ein besonderes Anliegen auch sind. Wir haben auch letztes Jahr festgelegt, dass wir als Wien zur Kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt werden wollen. Und da gehört natürlich die psychosoziale Belastung der Kinder und Jugendlichen auch dazu. Weil wir wollen, dass jedes Kind, jeder Jugendliche in dieser Stadt sich gut entwickeln kann, gesund leben kann und dass sowohl physiologisch als auch psychologisch eine gute Entwicklung auch stattfinden kann. Und wir sind jetzt ein bisschen über ein Jahr nach Pandemiebeginn. Und wir sehen, dass die Pandemie massive Auswirkungen hat. Nicht nur auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt, auf die Bildungschancen der Kinder, sondern vor allem auch auf psychosoziale Faktoren. Und diese wurden anfänglich viel zu wenig gesehen. Und darum bin ich auch dankbar, dass wir heute hier auch von Seiten Experten und NGOs mit der Frau Kuhlen eine Expertin bei uns haben und mit dem Herrn Dr. Psotter als Chefarzt der psychosozialen Dienste auch den Einblick in dieses Feld bekommen können. Und ich bin auch dankbar, dass wir hier mit Stadtrat Hacker, mit dir gemeinsam Gesundheit und Jugend und Bildung verschränken. Weil das ist bei diesem Thema unbedingt erforderlich. Weil wenn wir medial hören und erleben, dass in der Kinderpsychiatrie die Belastung sehr groß ist, dann ja, dann besteht Handlungsbedarf, aber das kann nur die Spitze des Eisberges sein, weil die Unterstützungsmaßnahmen müssen davor ansetzen, im Schulbereich, im Bereich der Jugendarbeit, um gar nicht so weit zu kommen, dass Kinder und Jugendliche bei der Kinderpsychiatrie auch landen. Und darum bin ich sehr, sehr froh, dass die Schulöffnung auch wieder ermöglicht wurde. Wir haben da gemeinsam auch sehr dafür gekämpft, weil der Präsenzunterricht eine ganz, ganz wichtige stabilisierende Funktion auch hat, nämlich einen Rahmen, ein Umfeld zu schaffen, wo Kinder auch Freunde treffen können, weil die Begleiterscheinungen auf die Psyche auch oft daher kommen, dass man keinen sozialen Ausgleich mehr hat, dass man keinen geregelten Tagesablauf mehr hat und dass vieles in der Pandemie für die Kinder und Jugendlichen ganz, ganz schwierig auch ist. Um die Psychiatrie als letzte Stufe auch zu entlasten, setzen wir an im Bereich der Bildung, im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Und in meinem Ressort gibt es ja einige zusätzliche Maßnahmen, die wir jetzt setzen werden, um hier einen Schwerpunkt auf die psychosoziale Gesundheit auch zu legen. Das ist erstens im Bereich der Magistratsabteilung 13 Bildung und Jugend setzen wir einen Jahresschwerpunkt zu Kinder- und Jugendgesundheit mit einem speziellen Fokus auch auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Hier geht es darum, mit den auch Jugendzentren, mit der Kinder- und Jugendarbeit zusammenzuarbeiten, Workshops auch zu machen für psychische Gesundheit, einen Raum zu schaffen, wo es auch einen Austausch dazu geben kann, damit Kinder und Jugendliche, die Probleme haben, wissen, dass sie nicht alleine sind und dass es Unterstützungsangebote auch gibt. Wir werden im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, wo wir auch sehen, dass es vermehrte Fälle gibt, auch die psychologische Begleitung und Unterstützung ausbauen. Es gibt jetzt schon eine Servicenummer unter 408011, die wir in Zukunft täglich von 9 bis 18 Uhr zusätzlich mit einer psychologischen Beratung versehen. Weil wir wissen, es braucht mehr psychologische Beratung. Wir wissen, im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe gibt es eine hohe Nachfrage und in Zukunft wird es hier eine psychologische, telefonische Beratung jeden Tag auch geben. Das gab es bisher nicht und ist eine wichtige zusätzliche Errungenschaft. Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist, ist die Arbeit der Jugendarbeit selbst, der vielen Vereine und Institutionen, die den direkten Draht haben mit den Jugendlichen. In der Pandemie können die Jugendlichen nicht normal in die Jugendzentren gehen, aber es gibt zusätzliche Angebote, die wir geschaffen haben. Es gibt Online-Beratung, es gibt eine direkte Beratung in den Jugendzentren und die Jugendzentren haben hier auch den Auftrag, in Zukunft dieses Thema psychischer Gesundheit noch stärker in die Arbeit mit einfließen zu lassen, um den Kindern und Jugendlichen auch einen Raum zu schaffen und sie zu begleiten.
Mit diesen Bereichen aus der Kinder- und Jugendarbeit bin ich sicher, dass wir einen guten Beitrag leisten können im Rahmen des Rettungsnetzes für die Kinder- und Jugendgesundheit, für die psychosoziale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen. Und da freue ich mich, dass wir gemeinsam mit dem Gesundheitsressort ein Maßnahmenpaket auch schnüren konnten.